Kann man machen. Interaktives Gespräch. Ho, ho, ho. Vielleicht machen wir dann noch, nur das interaktive Gespräch. Und danach machen wir vielleicht noch eine Seefahrtsmission. Mal schauen. Und dann, werden wir die Hauptmission machen. Genau. Dieses interaktive Gespräch ist eigentlich immer ganz cool. Man kann so ein paar Side-Stories erfahren von den anderen Charakteren oder von den jeweiligen Personen, auch die Assassinen, die man in den einzelnen Orten noch anwerben kann. Da gibt es auch immer so interaktive Gespräche, wo dann die so über ihr Leben erzählen. Da gibt es kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen, wenn es soweit ist. Dann reden wir kurz mal. Du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss. Und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Gottfrieds Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Schön. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an. Aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. Funny, die Damen. Catherine und Diane. Alles klar. Alles klar. Ich komme zwischendurch immer ein bisschen. Hafenmeister. Mal kurz mal eine Schnellreise hin. Vielleicht gibt es ja mal eine Mission, die man schnell noch machen könnte. Gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Alles klar. Moment. So. Ich spreche für kurz mit dem. Schafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst ja Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Achso, ist auch wieder eine Sammelscheiße. Ah, das kriegt man natürlich, okay. Alles klar. Interessiert eh keinen. Captain! Moment. Kann man schon mal was machen. 13.000, 2.500, 19.000, 17.000, 11.000, 9.000, 8.000.
Zusätzliche Kanonen, 2500, alles klar. Muss ich noch ein bisschen sammeln, alles klar, aber kann man schon sowas machen. Okay, man kann Schnellreise machen und kann jetzt hier die Jagd starten. Alles klar, ich denke, ich werde die später machen. Jetzt noch nicht. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut. Könnte ich eine Schnellreise nach Boston machen. Wir müssen ja in Boston Sam Adams treffen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Den dann auch in Boston zu treffen. So könnten wir auch eine Schnellreise schöner hinmachen. Ich habe jetzt keine Lust, durchs Grenzland zu laufen. Alles klar. Dann haben wir gerade hier die Markierung hin. Wir können ja gerade mal einen Aussichtspunkt machen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, diese Almanach-Dinger sind auch irgendwie... Hatte ich ja schon was erzählt über sammelbare Dinge. Synchronisieren. So, mein Freund, was hast du? Hallo! Er hört mich nicht. Danke. Mr. O'Connor, ordentlich. Alter, so weit kannst du nicht selbst laufen. Achso, das sind mehrere. Danke. Pas de problème, mes amis. Mon ami. Eher gesagt, mon ami. Französisch, ne? Mon ami. Einzelperson. Was das? Nee. Fehlt noch einer. Drei von vier, ja. Vielen Dank. $500. So verdient man sich doch. Reich. Nein, nicht ganz, aber. Ne? Es ist schon so die Richtung. Da ist die Mission. Wisst ihr was? Ich werde einfach ein bisschen Aussichtspunkte machen. Wir werden ein bisschen Aussichtspunkte machen, müssen ja Boston ein bisschen aufdecken, ne? Ist ja sehr wichtig. Später kommt ja noch New York. Ne, über die Dächer gehen wir mal nicht. Habe ich so in den Großstädten. Das finde ich relativ schade. Dass so
krass dämliche Gegner auf den Dächern sind. Also das, so die Art, wie sie es gemacht haben, das finde ich zum Beispiel einen großen Nachteil an Assassin's Creed 3. Warum ich jetzt auch etwas geklettert bin, ich habe keine Ahnung. Fragt mich es gar nicht. Synchronisieren. Ich werde jetzt mal schnell einfach alle machen und dann werde ich die Session beenden jetzt. Ja. Alles klar, haben wir einen Klunker im Zentralbezirk von Boston. Achso, kriegen wir jetzt einen Brief oder was? Ah, okay. Das heißt, wir können den später auch schon wieder mit dem reden.